und herzlich willkommen zu Let's Play Amnesia The Dark Descent oder Amnesia oder wie auch immer, bla bla bla. Ich kann es nicht aussprechen. Und ja, es gibt eine zweite Folge. Ich fasse selbst nicht, was ich hier eigentlich gerade tue. Eigentlich will ich das nicht machen. Und ja, hier haben wir eigentlich schon alles durchgeguckt. Und ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Ich weiß nicht, was wir aufgesammelt haben. Es ist wirklich lange her. Ja, wirklich lange. Aber ich höre hier ganze Zeit Geräusche von irgendwas. Und das gefällt mir nicht. Und warum können wir nicht durch dieses Fenster fliehen? Wahrscheinlich brauchen wir einen Schlüssel dafür. So, das waren die Notizen. Bezüglich. Ach ja, wir müssten ja in diesen scheiß Chemielabor. Muss ein Weg hier rausfinden. Ein Atoganisches, bla bla bla. Muss ein Weg hier rausfinden für den Schlüssel zum Weinkeller. Also, alles klar, wir müssen auf jeden Fall so eine Säure oder so finden, womit wir dieses Gewebe da vor dieser Tür da wegmachen könnten. Und ja, letztens haben wir dieses Rätsel gelöst und hier reingegangen, haben irgendwas auf diesem Tisch genommen. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, ich hätte es mir ansehen müssen nochmal, die Folge. Und dann hat sich diese Tür da hinten auf wundersame Art und Weise geöffnet. Und Leute, ich muss mal kurz checken, wie alles wieder geht. Zum Beispiel F. Ah, okay, F war das. Wo ist mein Inventar? I war wahrscheinlich mein Inventar. Nein, E. Ach, so kann ich mich rüber. Boah, Alter, wie der super linken kann. Warte mal, Inventar. Moment, bevor wir weitergehen. Ich glaube, gleich kommt bestimmt irgendwie was Gruseliges, wo ich abhauen muss. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ich will darauf vorbereitet sein. Aber ich kann nicht, wenn ich nicht weiß. Ach, Tabulator. Ja, das war es ja. Brennstoff für Laterne. Ich würde sagen, wir füllen einmal noch nach, für alle Fälle. So, wie leichte Kopfschmerzen. Okay, alles ist gut. Okay. Also, warum eigentlich jetzt eine zweite Folge kommt? Ich habe ja gesagt, es gab, muss Kriterien erfüllen und es hat alle Kriterien meiner Meinung nach erfüllt. Ich finde, das Video konnte man sich gut ansehen, ohne dass irgendwie Augenkrebs davon bekommen hat. Dann, es war wieder spannend. Ich habe es mir selber nochmal komplett reingezogen und ja, ich fand es eigentlich recht lustig. Ey Leute, ich will da echt nicht rein, ne? Unsere Bibel ist wieder da, yeah! So, nein! Nicht so! Aufhören, Buch! Du bist ein Scheißbuch. Okay, doch nicht. Ein Spiegel, der leider kaputt ist. Ich höre die ganze Zeit etwas. Komm, Zunderbüchse! Okay, doch. Dahinter nix, dahinter auch nix. Oh, boah, ich hab mich schon wieder von mir selber erschreckt, ey. Genau wie in der ersten Folge. Verdammte Scheiße. Studium. Okay, gehen wir gleich rein. Hallo. Ich glaube, das hättest du nicht tun dürfen, oder? Das war bestimmt eine Asche des, von irgendeinem verstorbenen Typen oder so. Und jetzt habe ich sie einfach kaputt gemacht. Nein. Was habe ich denn jetzt auf einmal? Ja, alles ist gut. Gott sei Dank rührt sie sich nicht. Wer ist lieb? Ach, Libri Veteris. Okay. Das geht natürlich auf. Libri Veteris. Ich hab zwischendurch ein paar Ruckler immer, muss ich sagen. Ich höre wieder Musik. Oh, nice. Musik, die näher kommt. Ich würde noch kurz dazu noch was sagen. Diese Folge wird eine halbe Stunde lang. Nur gehen jetzt nicht jetzt eine Stunde. Letztes Mal habe ich es ein bisschen übertrieben, weil ich einfach mal so drauf losmachen wollte und jetzt wird die auf jeden Fall eine halbe Stunde sein. Okay, gut, Musik. Das für ein Teil. Das ist wie eine schlecht texturierte Kiste. Schachtel. Ja. Ich mag es aber immer noch, dass man hier alles rumschmeißen kann, wie man will. Boah, ey. Wo mir aufgefallen ist, da. Ach, warte mal, Moment. Wie viel Öl ist noch drin? Oh, easy, Alter. Dieses Zeichen hier. Ach nee, das ist. Ah, okay. Nee, ich dachte nur. Nee, ist okay. Jetzt geht hier die Tür bestimmt auf. Doch nicht. Und die Musik hat übrigens auch gehört, was mir überhaupt nicht gefällt. Und sie kam aus diesem Raum hier. Oh nein. Jetzt geht die Scheiße los. Na super, Alter. Gerade als es noch nicht schlimmer kommen konnte. Natürlich muss es jetzt anfangen. Okay, es kam von rechts. Deswegen gehen wir erstmal links hin. Wahrscheinlich kommt es jetzt von links oder so.
Das wär's, Alter. Das wäre überhaupt nicht lustig. Hör auf zu lachen, du Idiot. Nein. Boah, nee. Oh, ich seh den Baum. Oh, oh, und ja, sonst nichts. Nein. Ach, Jungs, das könnt ihr mir nicht antun. Da ist irgendwas eingestürzt. Ja, geile Texturen auf jeden Fall da oben. Einfach hingeklatscht. Mehr nicht. Okay, ich glaube, das liegt aber daran, dass ich durch die Anforderungen sehr, sehr niedrig gemacht habe, damit ich hier ein bisschen was habe. Was? Nein, 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 Alter. Nein. Oh. Oh, lol. Nein, das könnt ihr doch nicht machen, Alter. Ich piss mir gleich in die Hosen. Ja, ich mach's trotzdem auf. Fuck life, Junge. Niemand sagt mir, was ich tue, oder nicht? Ja, ich kann's nicht spielen, okay. So, ja, auf so Geräusche. Boah, nein. Ist ja doch überhaupt kein Bock auf so eine Scheiße jetzt hier. Und wenn ich jetzt da durchgehe, hinter mir auf ein und dann muss ich abhauen. Wir wissen alle, das mag ich nicht. Ja. Oder ich weiß es jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Natürlich, ihr müsst ja nicht spielen. Das ist ja was ganz anderes. Ach, komm, gerne. Hat sich nicht grün. Das hört sich echt nicht geil an. Das Klavier spielt wieder. Aber ich gehe nicht zurück. Was geht ab? Sieht aus, als wäre ich hier schon gewesen. Weil alle Stühle umgeschmissen wurden. Hallo, wer bist du denn? Willst du mein neuer Freund sein? Bitte, sei mein neuer Freund. Sieht aber echt aus, als wäre ich hier schon gewesen. Dann sind wir gerade im Kreis gelaufen. Das wäre natürlich heftig. Das wäre natürlich heftig, obwohl... Ich weiß nicht. Sieht mir so aus, weil hier sind die Lampen an. Ja, tatsächlich, wir sind im Kreis. Interessant. Was? Interessant, Junge. Neu erfundenes Wort. Was geht ab, Bitches? Doch, wir sind im Kreis gelaufen. Hier waren wir schon. Gerade eben, kurz vor der Aufnahme, als ich in dem Raum gestartet bin, lag genau sowas auf dem Tisch und ich habe es umgeschmissen und dann ist es auf wundersame Weise verschwunden. Und genau das werden wir uns jetzt nochmal ansehen. Dann wollte ich es nämlich wieder aufheben. Oh, das habt ihr gesehen. Ist einfach wieder verschwunden. Fand ich voll krass. Ja gut, laufen wir mal ein bisschen. Jawohl, lieber nicht. Okay. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Also wir haben auf jeden Fall... Eingangshalle. Wir haben das letzte Mal irgendwas gefunden. Der Sand gab unter einem schwachen Körper nach, als er vom Kamelrücken fiel. Er fühlte, wie der Wind sanft über sein Gesicht und seinen trockenen Lippen blies. Okay, interessant. Ui. Hallo? Was geht hier? Au! Oh, hey! Wow! Bitch! Not good! Haben wir irgendwas? Laterne an. Chemietopf. So. Weinkellerschlüssel. Oh, wir müssen... Alter, das hat aber wehgetan. Alles ist gut. Ja, das kann ich nicht behaupten. Hier ist jetzt abgeschlossen. Jetzt muss ich ja da durch. Das hat wehgetan. Okay, sehr interessant, was hier abgeht. Hier haben wir letztes Mal was gefunden, ne? Als wir hier einfach mal uns umgeguckt haben. Da, nein, ist da irgendwas neu? Okay, wir haben einen Chemietopf, einen Weinkellerschlüssel. Wahrscheinlich müssen wir jetzt in den Weinkeller. Und dort unser Glück versuchen. Oh, ich war echt nicht auf dem Klo. Ich muss wirklich pissen. Ich glaube, das ist nicht gut für so ein Horrorspiel, oder? Oh Gott. Ah, 20 FPS. Es tut mir leid, ja, Leute. Wegen den niedrigen FPS. Also da würde ich gerne etwas gegen machen. Also wirklich. Aber in einem besseren PC ist für mich leider nicht drin. Nicht für mich drin. Verwende den Schlüssel an der Tür, um sie zu öffnen. Ja, wie soll ich das denn machen? Sollten wir mal nachfüllen, ja. Wie sollen wir das denn machen? Wie kann ich das denn machen? Echt?
H, J. Mementos. Finde den Schlüssel zum Weinkeller. Okay, warte mal kurz, mal kurz. Ja, Moment. Input. Empfindlichkeit der Maus, bla bla bla. Tastenkonfiguration. Vorwärts, nach Lean, bla bla, laufen, drücken, springen. Nix? Oh, bla. Hä, gibt's da nichts für? Irgendwie. Lean. Button. RT. Tilt's head to where the look control points used to feel useful to peek around corner. Ach so, das ist was komplett anderes. Okay, ich weiß aber nicht, wie ich das hier benutzen soll am Schlüssel. Ja, das würde ich gerne machen. Ah! Doppelklick. Miss. Ah! Die Statuen beteten und starrten an die dunkle, gewölbte Decke. Vielleicht sollten wir uns das mal merken, was da steht. Vielleicht wird das jetzt wichtig. Aber ich glaube, jetzt geht erst der Spaß richtig los. Ich glaube, dieses Monster lässt uns nicht einfach so in Ruhe. Wow! Was geht ab? Kisten zum Rundschmeißen, ne? Hey, hey, ja. Zunderbüchsen oder ein bisschen Öl für die Laterne. Alles wäre so schön, wenn ich jetzt was finden würde. Das wiederum ist nicht schön. Da liegt doch was. Mann, das sieht überhaupt nicht geil an. Hallo? Nein! Oh! Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime! Or at least until tomorrow! Interessant. Hier irgendwie nicht laut sein, wenn ich hier bin. Es ist Wein, kein Blut. Okay, ja gut, alles klar, alles klar. Hier wurde irgendjemand zurückgelassen. Anscheinend mit total viel Wein. Guck mal, so voll, als wären wir schon gewesen. Aber das geht nicht, das kann nicht sein. Okay, der Hinweis. Der Hinweis kommt, glaube ich, nicht umsonst. Oder? Ich höre auf jeden Fall jemanden rumgehen. Das ist genau neben mir. Alter, ich bin gerade mega konzentriert, wenn ich ehrlich bin. Tut mir leid, dass ich nicht rede. Aber gerade geht echt nicht gut. Für eine Beziehungskultur Chemie. Kopf drin, die Hände zittern. Muss ich zu nehmen, klick und schon doppelt auf das entsprechende Symbol, Tabulator. Okay, habe ich. Ach, du heilige Scheiße. Das war das Monster. Also das habe ich schon mal in Amnesia gesehen. Aber ich habe nicht das Let's Play gesehen. Nein, das habe ich nicht. Es ist hier lang, ne? Oder ist es durch die Tür? Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall müssen wir hier lang. Stopp mal kurz.
Geistiger Zustand. Punkt, Punkt, Punkt. Was soll das mir denn jetzt sagen? Das heißt ja wohl, du bist gefickt, Junge. Versuch's nicht weiter. Beende das Let's Play genau jetzt. Obwohl, es ist kein Let's Play. Es gibt kein richtiges Let's Play. Sonst wäre es regelmäßig. Denk daran, meine Freunde. Sonst wäre es regelmäßig. Ich bräuchte aber mal so langsam noch ein bisschen Öl. Da. Fuck, das ist Sonderbüchse. Mann, wer braucht denn sowas? I need oil for the lamp. Okay. Boah, jetzt sind die Schritte rechts von mir. Oder links von mir. Noch eine Sonderbüchse. Willst du mich verarschen? Mir geht plötzlich das Licht aus. Okay, gut, vielleicht sollten wir dann die Laternen hier anmachen. Hopp. Machen wir mal hier rein. Nix. Da, auch nichts. What is this place? Das fragst du dich jetzt, oder was? Das hätte ich schon vor ein paar Stunden fragen müssen. Lol. Was ist die Tellersicht, ne? Ach, Leute. Ein Glas Opiment. Ah ja, sehr schön. Mach zu, so. Wir sollten nicht so. Nicht so mit der Latte. Ich weiß, wir gehen gerade nur geduckt. Ich weiß. Aber es ist für einen guten Zweck. Und zwar nicht gefickt zu werden. Erstmal die Tür zu, ja. Ich glaube, das sollte man immer in Horrorspielen tun. Hoppla. Ja. Ich wette, wir unten sind wir aber noch nicht fertig. Kann man hier irgendwas anmachen? Bevor wir das jetzt nehmen. Erstmal kurz gucken. Wir haben auf jeden Fall kein Öl mehr. Das ist unser letztes. Müssen wir nicht unbedingt meine Laterne jetzt. Boah, ist das scheiß dunkel hier, ey. Kuprit? Ja. Schnell gucken, ob hier Öl ist. Öl. Durch. Verpisst euch, alle! Könnt ihr die nehmen? Doch, kann ich. Wuhu! Ja. Kurz mal nach oben safen gehen. Hier ist Licht. Hier können wir doch kurz stehen, ohne. Ich höre wieder das Monster. Okay, da hinten ist die Tür so ein Spalt offen. Heißt. Da ist irgendwie eine Tür. Waren wir da drin? Ich weiß nicht, ob wir da... Ne, wir sind da reingegangen. Wir sind da hinten reingegangen. Das weiß ich noch. Ich muss wirklich voll fett pissen, ne? Das ist unglaublich. Warum war ich nicht auf dem Klo, ich Idiot? Halten wir uns ein wenig bedeckt. Okay, gehen wir mal da rein. Interessant. Und dass der Typ fragt sich, ne? Der Typ fragt sich allen Ernstes erst ungefähr so, nachdem sie so, keine Ahnung, eine Stunde hier drinnen ist, so ungefähr. Fragt der Typ sich erst so, was ist das für ein Platz hier? Ich frag mich auch so manchmal, ne? Was ist das, Alter? Die Protagonisten in Horrorspielen. Alter, nein. Nein. Weil die Protagonisten in Horrorspielen, ne? Die denken sich auch manchmal so, ne? Oh, Jolari, fahr, gehen wir mal hier durch. Ist ja nix, ne, der Boy. Fickt euch doch alle. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. Oh. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit!
let us out of here! Oh. Die wurden zum Verrecken hier gelassen, einfach. Die armen Jungs. So, das war's dann auch schon mit unserem geilen Dingens. Chemietrufe. Wahrscheinlich ist das das letzte Ding. Und wenn wir das jetzt nehmen, kommt was und wir müssen uns hier verstecken. Deswegen machen wir schon mal die Tür auf. Schmeißen diese Sachen da. Glaub mir, Jungs und Mädels. Ich hab da so ein Gefühl. Da liegt aber noch was, ne? Liest er nicht? Nein, okay. Mein Name ist Wilhelm, Haus Gehrig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handels als Soldat in den Vergangenheiten auf mich fiel. Ich sollte, wann immer es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adeligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir diese Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körper Inneres gegen seine gottgebende Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Punkt, Punkt, Punkt. Tja. So. Nichts. Aber ich höre ihn doch. Ich höre ihn doch hier in der Nähe. Wo ist er denn? Die Flasche bewegt sich. Wie Öl oder so. Ja. Okay. Wilhelm und seine Männer sind hier gestorben. Aber warum? Warum hat er die denn noch? Warum? Er hat doch. Guck mal, hier kommen die Schritte her, wo wir gerade. Ach, das oben ist es! Verstehe. Okay, ich hab. Ich habe leider keine Licht. Ich habe nix. Kein Öl oder so, um meine Lampe anzumachen. Geräusche herkommen, ganz ehrlich. Ich kann sie nicht orten. Es ist immer so, als wären sie neben mir, dann waren sie über mir. Jetzt irgendwie doch nicht. Ja, guck mal, so dunkel ist es jetzt hier im Moment jetzt auch wieder nicht. Weißt du, das stelle ich mir nicht so an, du Homo. Ich muss hier durch. Ich habe keine andere Wahl. Boah. Alter, Gott sei Dank. Das wäre sonst, schiefgelaufen. Was ist denn das? Achso. Oh, da ist schon wieder diese. Die Tinte, die verschwindet. Wahrscheinlich unsichtbare Tinte oder so. Und weg.
Okay, ich wette, jetzt kommt das Monster. Jetzt waren wir... Alter, was? Ich stand daneben. Wie sollte das denn jetzt funktionieren, bitte? Ah, toll. Das war ja klar. Mach Laterne an! Was sagt Ben? Dein Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ja, supi. Ich kann schieben. Das ist ja cool. Wenn es mit Heben nicht klappt. Boah, kann ich das? Nee, kann ich aber nicht. Du hast es, der mich da runtergeschmissen hat. Ohnmächtig gemacht hat, du Arsch. Dafür sollst du büßen. Da! In die Ecke mit dir. Spacko, so. So, wir haben jetzt vier Sachen. Vier Sachen, mit denen wir etwas anstellen könnten. Keine Zunderbüchsen übrig hier. Das ist echt scheiße, wenn ich ehrlich bin. Oh lol. Da ist eine Zunderbüchse. Werden wir jetzt nicht nehmen. Pass auf, hier ist ja dieses. Das Fass enthält kein Öl. Oh lol. Kein Öl mehr. Machen wir hier kurz an. Warte, warte. Da. Ja. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt aufmache, steht schon das Teil davor und wartet nur darauf, mich aufzuessen oder so. Nach vorne! So. Die sind immer noch über mir, ne? Wir gucken uns nochmal um. Aha, da. Wir gucken uns nochmal ganz kurz um. Gehen nochmal den Raum ganz kurz ab. Gucken mal, vielleicht finden wir nochmal irgendwie Öl oder so zum Aufsammeln, nur so oder so. So sieht es leider nicht hier aus. Also. Todesfliegen! Ich wusste es! Was ist denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Verpisst euch! Ihr verratet mich! Schön. Ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Oder? J. Mentos. Von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt. Eine Art organisches Gewebe zurück. Warte. Okay, guck mal. Vielleicht können wir irgendwie kombinieren. Vorbereitet werden. Geeigneten Apparaturen. Ja, diese Apparaturen finden sich wahrscheinlich nicht hier unten, denn hier unten waren wir jetzt in jedem Raum. Ja, waren wir. Wir waren in jedem Raum. Und ich würde sagen, Jungs und Mädels, das war's auch schon wieder, oder? Oder? Ja. Der Timer klingelt jeden Moment bei mir. Und ich würde sagen, ist es ein guter Abschluss, dass wir jetzt alle vier Chemikalien gefunden haben. Ich glaube, das reicht erstmal und jetzt wird erstmal wieder ein paar Wochen lang kein Amnesia gezockt, denn naja, das war jetzt irgendwie nicht so krass gruselig oder so mega heftig, so halt, also, ne, es ist einfach diese gruselige Stimmung und immer diese Geräusche, die du immer hörst und so, und du denkst, gleich kommt irgendwas, aber dann kommt irgendwie doch nichts und so. Und wenn da mal was kommt, dann ist es irgendwie so komplett so ein kleiner, so gar nichts eigentlich. Und dann erschrecke ich mich halt total. Und für mich ist das echt schlimm, so. Und naja. Ich hoffe, es hat euch aber trotzdem gefallen, diese Folge nochmal. Ja. Und wir sehen uns dann bestimmt vielleicht irgendwann nochmal in der dritten Folge. Wer weiß, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Haut rein. Bis dahin. Ciao.